Mason, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Frauen und ihre Klamottenprobleme. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil oder zweiten Part von Beyond Two Souls. Ja, ist es zwar ein alter Schinken, aber wie im ersten Teil schon gesagt, der hat mich irgendwie gecatcht. Obwohl ich davon überhaupt noch nichts so wirklich wusste, aber so der Spieltrailer war halt schon mal geil, ne? Ich muss hier noch mit der Steuerung eindeutig klarkommen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwann so einen Zusammenhang von klein, groß, mittel und so. Also mit dem Alter, sage ich jetzt mal, ne? Weil jetzt ist sie wieder klein. Vorher war sie ganz klein. Dann war sie zwischen. Obwohl, so klein ist sie jetzt auch nicht. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die hat rumgemäkelt über das Kleid? Ah ja. Der Bringer ist es jetzt nicht, aber. LOL! Jetzt weiß ich, aus welcher Sicht wir spielen. Aus der Aiden-Sicht! Hey, Jodie, komm rein! Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los! Komm, Jodie, nicht so schüchtern! Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Ah ja, was ist das denn für eine? Nur noch Zeit, dass sie verschwindet. Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Musik. Alter. Puff oder was hier? Ey, wir sind auf einer Party, da spielt bestimmt nicht Country. Disco. Was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Ah, geil. Was ist das denn? Wetter, Sitzkreis oder was? Unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jodie, du auch eins? Ja. Ja, klar. Hau weg die Scheiße. Hey, ich verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Jeder hat sein erstes Mal. Voll der Bringer. Ach. Oh, wie ist es? Also, ich wollte schon sagen, Alter, dass sie hier so. Was? Noch eins oder was? Alter, Jodie, Mann! Schluckspecht oder was hier? Huhuhu! Irgendwie. Oh, oh. Nee, komm, wir stellen das mal wieder weg. Ich wollte schon sagen, irgendwie können wir uns. Alter, ich hab voll Bock, mich jetzt zu besaufen und dann zu gucken, was passiert. Aber. Oh Gott, die schwankt schon so ein bisschen.
Können wir uns hier hinsetzen? Was können wir noch machen? Ist gar keiner am Tanzen. Alter, jawoll, ey. Wuhu. Jetzt geht's ab hier. Ja, komm. Gehen erstmal zu den Typen da hin. Nein. Ich wollte schon sagen, Alter. So, dann gehen wir erstmal zu den Boys. Willst du mal? Klar? Ach lol. Ich hab gedacht, ey. Ich hab echt gedacht, der will mit mir tanzen. Nicht, dass der mir einen Joint andreht. Lol. Alter, wir lassen es ja richtig krachen, ey. Das war, ne? Ach, ging mir damals auch so. Ja, was? Wollen wir gleich hochgehen, oder was? Ah ja. Okay. Ich sag mal so, wir hätten doch beim Alk bleiben sollen. Das ist cool. Ich glaube, ich hab genug. Okay, ich hab noch nie gekifft, ne? Also, ich weiß nicht, ich glaube, beim ersten Zug ist schon krank. Oh je, was soll denn liegen? Alles okay, Jody. Du benimmst dich etwas strange. Hey, Bleichgesicht. Ist wirklich alles klar? Das ist nicht gerade heiß, Jody. so siehst du ja echt schräg aus. Alles klar, Jody? Erstmal raus da. Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frag mich dasselbe. Ja, Alter, weiß, wir bringen jetzt erstmal die Party auf Stimmung, hoffentlich. Ey, das wäre schon mal. Das wäre schon mal ein geiler Anfang. Jetzt haben wir gesoffen. Jetzt haben wir schon zweimal einen Joint geschnüffelt. Jetzt haben wir schon getanzt. Und die Pappnasen, weißt du? Was soll denn der Müll? Nee, komm. Ey, können wir nach oben gehen? Oh, scheiße. Ach Gott, ey, komm, dann gehen wir wieder rein. Das hat jetzt gebracht, dass jetzt wieder normal ist, oder was? Kann ich mit euch Nasen reden? Ey, das ist ja echt eine lahme Party irgendwie, ne? Zwei Kerle, drei Weiber. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Nee. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Ich wüsste bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja, komm. Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher. Und der da hinten immer noch am Grinsen, Alter. Der schnüffelt bestimmt immer an so einen Joint und grinst einfach. Scheiße. Nee, komm, lieber. New York? Mann, ich liebe New York. Das ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Nase popeln. Ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Alter, Omis ärgern. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Ja, hau raus. Was machst du in Einheit 4? Also ich...
Reine ja. Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich der weiß, kommt mir irgendwie... Der kommt mir echt irgendwie korrekt vor. Verrückt, Scheiße, wenn ich nur wüsste. Wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt? Ist es jetzt da? Ja, komm. Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Nein, sorry. Er raucht halt immer noch und grinst ein, Alter. Was langsam ist. Er ist so geil, Mann. Ja, komm. Gern. Alter, ich weiß ganz genau, was gleich passiert. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Alter. Okay, das habe ich mir nicht gedacht, aber... Na komm, Blondchen. Die steht bestimmt... Blondchen steht auf Blondchen. Hast du? Bestimmt hörst du das ständig, aber... Echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? No, nicht wie die anderen, ja, ja, du bist nicht wie die anderen, das ist was meine. Wirklich Besonderes an dir. Ja, ja. Nee, nee. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Nee, nee. What? Nee, 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 nee. Yes. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das lass mal gar nicht zu. Aber ich werde wohl passen. Nee, nee. Wäre lustiger gewesen. Leute, Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super Mega Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Nee, komm, wir lehnen ab. Nein, ich hätte den gerne irgendwie was auf Mann, ich kann euch die Phrase gegeben, ne? Ich hab's doch gesagt, alles blöd. Nein. Mm-mm. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Lol. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Alter. Ich überlege gerade, aber war das vor 2-3 Jahren wirklich so? Also, ich weiß ja nicht. Das ist... Ja, das ist ein Buch. Was ist das? Ein altes Buch. Ein altes Buch, das kennst du nicht, ne? Scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Leute, jetzt hat die auch noch genau einen Kipper. Genau also, okay, ich merke schon, das ist viel geschnibbelt und irgendwas dazu gedichtet und. Sie hält sich für clever. Es wäre schon geil, wenn man mal irgendwie gesehen hätte, wenn sie sich einen angezündet hätte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Ja, ja. Oh, und eine Nutte dazu? Ja, ja. Ich wollte sie gar nicht Alter. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe okay. noch dazu. Okay. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt sie euch. Nein. Nein. Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit. Nein. Oh, scheiße, was? Lol, ich drücke hier auf die Pets rum und... Oh bitte, Gott. Bitte, lass mich raus! Das war schon, als sie vorhin reinkam. Bitte euch, bitte lass mich raus! Okay. Bitte! Gibt's nicht noch Kuchen? Bitte, ich ja, will hier raus! Ja, macht einen wirklich bitte, hungrig. Lass mich raus! Ja, bitte, machen bitte, wir bitte, lass mich raus!
Oh, ist okay. Deine will uns. Nee, nee, komm unter. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Olle, die Blande, aufspringt und uns eine batscht oder so, aber. Und jetzt? Komm mal raus da. Hol mich hier raus. Bitte. Sag. Ja, voilà. Ey, komm. Ich will Rache. Ohne Scheiß, Alter. Oh. Das hätten die nicht tun dürfen. Oh, 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 oh. Kann ich hier noch irgendwas machen? Bin doch nicht umsonst jetzt hier. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Hey, lasst mich hier nicht allein. Wartet auf mich. Das war's, ich konnte nur den... Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Nee, nee, geh mal hier wieder rein. Ich hab doch was gesehen mit den Bildern. Verschlossen! Leute, wenn das ein Scherz ist, ist er echt nicht witzig. Fall nicht auf deine blöden Tricks rein, Jody. Hörst du mich? Oh. Oh, tschüss. Spacko, Alter, ey. Ich werde euch alle hier mal schön. Alter. Zack. Hilfe, Hilfe. Ja, ja, komm. Nee, komm. Können wir jetzt hier wieder raus? Ja, komm. Wir gehen raus hier. Gehen. Das war's jetzt. Das war's. Alles klar. Hoffentlich jetzt eine Lehre, ja? Gehen wir nach Hause. Ja, einige Sachen, da werden wir noch nicht mit klargekommen, aber okay. Ja. Ich sag mal so, nee, die Party. Jetzt gucken wir uns mal hier an. Nicht betrunken. Ja gut, ich hab mich ja, ja stimmt, ich habe ja noch nicht gesoffen. Nicht, also ich habe mich nicht richtig besoffen. 66% Mac weggestoßen. Haben nur 43. Alter. Da waren aber manche ein bisschen gierig drauf, wa? Teenager angegriffen, hätte ich auch so gemacht. Haus nicht ab. Alles klar. Alter. Alles klar. Haus nicht abgebrannt. Schade, schade, schade. Hätte ich doch mal ein bisschen weiter gemacht. Schade. So. Es ist nicht viel passiert. Wir haben ein bisschen rumgewütet. Ja. Halb so wild, Alter. Wir haben mit einem Kerl getanzt. Wir haben gekifft. Wir haben gesoffen. Oh,
Ein ganz normaler Tag halt, ne? Im Leben einer Jodie. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss.